Tobias Gerold für Ground and Pound TV auf der Mixfight Gala Nummer 14. Neben mir Marco Aschenbrenner und ja, Danny kann sich gar nicht schon mal von uns trennen. Marco, endlich wieder zurück. Überzeugender Punktsieg oder wie hast du es erlebt? Ja, definitiv überzeugender Punktsieg. Ich habe das auch von Anfang an ein Gefühl gehabt, im Griff zu haben. Es war zwar so ein bisschen hart von ein paar Aktionen von meinem Gegner, aber ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie hinten liege oder noch mehr machen müsste. Es war alles genau richtig so. Jetzt hat man heute den ganzen Abend über gemerkt, es war schon ein bisschen problematisch mit dem Ringboden. Wie sehr hat er dir zu schaffen gemacht? Ich habe auf der meiner Seite, von meiner Ecke, das Glück gehabt, ich fand es da wirklich trocken. Aber als ich in die andere Ringecke war, da war es schon extrem glatt. Und da habe ich immer so eine leichte Phobie, weil ich hatte mir mit so einer Situation mal das Kreuzband gerissen und der Boden muss schon wirklich trocken sein. Das ist für die Kämpfer viel angenehmer zu kämpfen. Hat es deinen Gameplan dann ein bisschen gestört? Absolut nicht. Ich war einfach nur konzentriert. Ich habe mich versucht, an die Anweisung meiner Ringecke zu halten. Und ich war einfach nur konzentriert und der Boden, ich wollte kein Problem irgendwie mit einblenden, alles nur ausblenden, alles was schlecht ist, ausblenden und nur irgendwas Gutes machen. Du kommst aus Mannheim, lebst in Hamburg, aber hast heute noch eine Menge Fans dabei gehabt. Ist dann der Druck ein bisschen größer, als wenn man jetzt weiter weg von der Heimat kämpft, weil es sind viele Fans da, es erwarten auch viele sehr viel von einem? Ja, das ist generell so bei mir mittlerweile, wenn man da einen Namen in der Kampfsportszene hat, man macht sich dann selbst so einen Druck und Danny sagt dann so vom Kampf Faruna, blende das alles aus, was die Leute von dir denken, was sie reden oder sonst irgendwas. Das ist schon nicht einfach nach den ganzen letzten Kämpfen, das alles irgendwie versuchen abzuschalten. Aber er hat das Richtige gesagt, wenn das losgeht, du wirst sehen, dann läuft es. Und das ist heute auch so geschehen und deswegen habe ich das schon gut hingekriegt. Jetzt kämpfst du ja in einem Limit, wo in Deutschland, sag ich mal, generell die Beachtung nicht so sonderlich hoch ist, wie jetzt auf den 70, 72,5 Kilo kämpfen. Gibt es jetzt vielleicht Pläne, entweder ein bisschen höher zu gehen im Gewicht oder ist es genau dein Ding, wo du sagst, das ist meine Gewichtsklasse, da fühle ich mich wohl, da kann ich auch meine Qualitäten am besten zur Geltung bringen? Also ich habe mit Danny das so besprochen, dass wir nicht mehr über das Gewichtslimit von 86 Kilo hinausschießen werden. Also eher weniger auf 81 wiederkommen. Wir haben die letzten Wochen wirklich uns übelst den Arsch aufgerissen. Alle beide, mehr oder weniger, waren fleißig wie Sau und wir haben gesehen. Also du mehr, Danny weniger? Ja. Ich glaube, wir haben uns beide nichts geschenkt. Ne? Und unser Ziel ist, also mein Ziel ist es auf alle Fälle, so weit wie möglich runterzukommen mit dem Gewicht und da irgendwo sein Ding zu machen, weil ich bin einfach viel explosiver, viel schöner anzuschauen, wenn ich kämpfe. Es läuft einfach besser, wenn ich zu schwer bin. Die Gegner, das ist unorthodox, wenn die zu groß sind, das ist scheiße fürs Publikum. Deswegen werde ich mich in der Gewichtsklasse zwischen 80 und 86 bewegen. Heute erfolgreicher Sieg. Wie sieht der weitere Fahrplan fürs Jahr 2013 für Marco Aschenbrenner aus? Wir haben Angebote, auf jeden Fall. Geht's weiter? Ich denke mal so. Erstmal nochmal so eine kleine Schulter-OP, aber nichts Wildes. Aber ich denke mal so, Oktober könnte man schwer damit rechnen, dass ich bei dem Merseburger Fight Night anwesend bin. Gegner steht noch nicht 100% fest. Es kamen ein paar Angebote. Aber da haben wir noch nicht zugesagt, weil wir haben gesagt, erstmal der Kampf ist jetzt wichtig, bevor wir wieder das ganze Jahr verplanen. Jetzt ist alles gut. Ich denke mal Oktober, Mitte September und 21. November, Kings of the Kings in Magdeburg. Da auf jeden Fall. Also ich kämpfe auf alle Fälle weiter. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Ich merke schon, der Danny ist die ganze Zeit so unruhig, der will, glaube ich, feiern gehen. Tut aber immer so. Nein, Spaß beiseite. Die letzten Worte im Interview natürlich gehören dir. Ja, danke nochmal an mein Team, an meine Freunde, die mich unterstützen, die aus Hamburg immer mitreisen bis ans wirklich Ende der Welt. An die Freunde, die aus Mannheim vom Fanclub Waldorf Mannheim mit anwesend waren. Und das hat mir wirklich auch viel gebracht teilweise im Ring. Ja, und ich hoffe,
weiterhin Interviews geben zu können und kämpfen zu können. Wolltest du nicht noch einen Gruß an die Hoffenheimer loswerden, dass Lauda nicht erstklassig ist? Scheiß Hoffenheim, ich kenne die nicht. Ey. Vielen Dank, Marco Aschenbrenner. Viel Spaß beim Feiern und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Tobi.